Viele sehen in dieser gewaltigen Flüchtlingskrise und der großen Zuwanderung eine Zerreißprobe für die EU. Wollen wir das nutzen für mehr Souveränität oder für ein stärkeres gemeinsames Europa, möglicherweise Vereinigte Staaten von Europa? Also die Vereinigten Staaten von Europa kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin eher der Meinung, dass wir ein gutes Mittelmaß haben sollen. Die Europäische Union soll nur das regeln, was nur sie regeln kann. Das, was die Länder, die Bundesländer, die Gemeinden besser regeln können, das sollten sie regeln. Und da sind mir die Allmachtsfantasien, vor allem des Europäischen Parlaments und der Kommission, sehr verdächtig. Ich glaube, dass wir die Souveränität der Länder achten müssen. Ich weiß aber, dass gerade Asyl- und Fremdenwesen, vor allem die Bewältigung der Einwanderungswelle, nur gesamteuropäisch lösbar ist. Wir brauchen eine gesamteuropäische Politik, einen gemeinsamen, wirklichen Schutz der Außengrenze und eine gerechte Aufteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Länder, nicht nur auf Österreich, Deutschland und Schweden.